Amerika-Kunde. Ja, das alles Hallo. Richtig gemacht. Ja. Du, und geht's Geschäft gut? Jetzt haben wir das Thema natürlich angeredet. Ja. Aber ich springe das Geschäft auch an. Ist das wirklich so ein. Wie soll ich sagen, ist da was drinnen für euch? Du lebst ja von dem. Ja, freilich. Ich meine, was läuft, dann läuft es. Also das passt. Aber ein bisschen mehr geht dabei. Ich meine, das brauche ich dir nicht sagen. Ein bisschen mehr geht immer. Wir kennen den Spruch. Ja. Je älter du wärst, umso interessanter wird es mit einem bisschen was geht immer. Gell? Ja. Arabella, da lachst du wieder. Gell? Ja, ich bin auch schon so alt. Doch, also, aber wir sind jetzt in einem ganz anderen Bereich. Da geht es nämlich jetzt eigentlich um Energiegewinnung. Wolfgang Krämer von der Firma Gilles Pellets Heizung ist Geschäftsführer. Und man muss sagen, ihr könnt euch eigentlich bei der Greta bedanken, weil das, glaube ich, hat euer Business wahrscheinlich nochmal angeschoben in Richtung Ökotrend, oder? Ja, absolut, weil ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass endlich das einmal ins Gewissen der Leute kommt. Und man sieht das ganz eindeutig, seit einem Jahr merkt man wirklich, dass die Leute an solche Dinge denken. Ich bin ja schon immer überzeugt gewesen, dass wir das Beste machen, weil unsere Heizungen, Biomasse mit Pellets und Hackgut, die tun einfach was für die Umwelt. Und nicht nur für die Umwelt, weil wir CO2-neutral verheizen, sondern auch für die Region. Unser Heizstoff von unseren Heizungen, von jeder Biomasseheizung, kommt aus der Region. Das heißt, alles, was wir verheizen, in Wärme umwandeln, wächst sozusagen praktisch vor der Haustür. Ob das jetzt Hackgut ist oder Pellets, ist ganz egal, es kommt aus der Region. Und das ist natürlich schon ein gutes Gefühl, wenn wir mit unserer Heimat, in Bezug zu unserer Heimat, etwas für die Heimat tun. Mir kommt noch ein guter Grund eigentlich gerade in den Kopf, sich für Pellets zu entscheiden, das Brieftascherl, oder? Kann man da nicht Geld sparen? Ja, da kann man sehr gut Geld sparen. Ich meine, nur, dass man es ein bisschen aktuell hat, das ist nicht immer so im Kopf der Konsumenten, aber wenn man mit Pellets heizt, kann man ca. 50% der Heizkosten sparen. Wir sind um die Hälfte billiger wie Heizöl. Ich meine, das weiß zwar jeder, aber so richtig bewusst ist es keinem. Und das macht natürlich das Ganze auch noch sehr interessant. Das heißt, man kauft eine Heizung und hat da relativ schnell eine Amortisation von dem Ganzen. Und spart dann irgendwann ein richtiges Geld. Ganz genau. Viele, viele gute Gründe, die für euch sprechen. Ja, absolut. Danke. Also, magst du noch was sagen? Ja, wir haben ja viele Kunden, nicht? Sind die Kunden, das wollte ich vielleicht noch wissen, mehr aus dem privaten Bereich oder mittlerweile auch viele Firmen, die sagen, also das lassen wir uns nicht entgehen? Nein, sehr viele. Also wir sind zurzeit, wenn man das ein bisschen vom Umsatz her anschaut, nicht von den Stückanzahlen, sondern vom Umsatz ist ungefähr halb-halb. Das heißt, wir machen sehr viel für Haushalt, also normale Ein-, Zweifamilienhäuser. Aber immer mehr geht der Trend auch zu großen Verbrauchern, egal ob das jetzt kleine Gewerbebetriebe sind, große Gewerbebetriebe oder Fernheitswerke oder wirkliche Industriebetriebe. Und zurzeit ist die Aufteilung halb-halb circa. Und was auch schön ist, wir haben ja auch einige sehr prominente Kunden, vielleicht die, was fast jeder kennt. Das ist die königliche Familie in England. Wir haben eine eigene Tochtergesellschaft in England. Und ja, die Queen und ihre Familie heizt mit ca. 10 Gilles-Anlagen, unter anderem auch ihr privates Schloss Sandringham. Aber Meghan und Harry werden jetzt nicht mehr beliefert. Also das Nein. ist jetzt aus. Also ich die wollen wir nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass die Pelletsheizung nach Kanada mitnehmen, aber es wäre schön, wenn sie es machen würden. Ich würde ihnen auch helfen. Ihr baut sofort ein Werk dort. Ja, das wäre sowieso super. Ne? Kanada ist ein riesen Erwartungsmarkt für uns. Ja. Dankeschön. Wir sind bei der ersten Frage. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich nicht sage, dass ich eine Pelletsheizung habe, sehr zufrieden bin, aber von Mitbewerber. Ich kann dir nur unterstreichen, was du gesagt hast. Äußerst sparsam, gewaltig. Amen, was mir gefällt ist, du hast ja früher immer so schöne Werbung gemacht fürs Lagerhaus. Genau. Und da mit der Motorsag einzelne Pellets schnitzen, perfekt. Das war lässig, gell? Das war noch, was Lagerhaus richtig gute Werbung gemacht hat, weißt du? Mit dir, ja. Selbstverständlich. Was uns zuerst.